Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jack und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja Freunde, und heute gibt es nach langer Zeit wieder Teams bewerten, natürlich mit unseren Experten hier, mit unseren E-Sportler hier, weltweit beste Spieler der Welt, talentiert, er spielt für Big Clan, und zwar... Wie meinst du, Digga? Osam Metin. Ich? Ja, was geht ab? Nein, Bruder, nein. So, nach langer Zeit wieder Teams bewerten, drei Besten ist auch rausgekommen, immer dienstags und Teams bewerten immer samstags. Also ihr könnt immer eure Teams schicken auf Instagram, Osam Live, Serkan-Isaac könnt ihr gerne auf Instagram schicken und vielleicht seid ihr nächste Woche auch am Start. Also, drei Teams nehmen wir heute ran, auf jeden Fall auf Instagram haben die über 100 bis 200, ja, Teams geschickt. Allein bei mir waren 50 bis 60 Teams, ja. Bei dir 200 oder sowas, ja. Das war schon viel diesmal. Wir haben einfach drei Teams genommen. Genau, einfach schicken, Jungs. Ja, Samstag kommt das online. Also falls euer Team heute nicht dabei ist, egal, gebt nicht auf, vielleicht beim nächsten Mal. Wir sind so oder so am Anfang von FIFA 19, also wir haben Zeit bis... Wir haben noch ein Jahr Zeit, Digga. So sieht's aus. So, wir gehen mal rein. Kommt von Umutjal 82. Dankeschön, dass du geschickt hast, Digga. Wir haben die Teams im Dream Squad erstellt mit Osan zusammen. So, wir gehen mal rein. Im Tor hat er der Herr, rechts Walker, in der Mitte, also Innenverteidiger Vertonghen und Alderweireld. Links Marcos Alonso. In der Mitte Wijnaldum, Firmino und Champions League-Karte Matic. Dann hat er rechts OTW Mahrez, links Hazard und in der Mitte zum Stürmer Aguero. I swear, I've never seen anything like that, never before. Kennst du nicht, Digga? Krass. So, Seko, wie immer, ja, fangen wir mit der Torwartposition an. David De Gea, nicht zu diskutieren, Digga, sehr guter Torwart. Natürlich, aber nicht zu vergessen, der Umut hat 100k geschrieben, ja? 100k Budget, okay, genau. Alles gut. Also, David De Gea bleibt auf jeden Fall, ja, in diesem Team. So, Abwehr haben wir eigentlich komplett verändert, außer Kyle Walker. Ja. Also, Kyle Walker bleibt, Digga, ist ein stabiler Spieler, RV, einer der besten RVs, ja, dieses Jahr. Also, Tempo 90, 81, defensiv 80, sehr, also sehr gut. Also, auch für eure Teams empfehlbar, falls ihr Premier League habt oder sowas, könnt ihr ihn auf jeden Fall spielen. Also, ihr könnt nichts falsch machen damit. So, Vertonghen und Alderweireld ist mir ein bisschen komisch vorgekommen, Seko, dir, ja, auch. Auf jeden Fall. Die haben wir sofort rausgenommen. Also, die sind vielleicht gut, aber es gibt bessere. Und vor allem im Modus Ultimate Team. Ja. Also, alle sagen, dieses Jahr geht es nicht auf Pace. Dieses Jahr aber Pace ist immer wichtiger. Klar, natürlich. Also, wenn wir die beiden hier rausnehmen, haben wir dann so einen Gewinn von 60k ungefähr. 60 bis 70k. Ja, also, am Ende kommt er schon auf sein Budget. Also, wir haben, genau, das ungefähr so plus minus gemacht. Für den rechten Innenverteidiger haben wir Bailly genommen. Von Manchester United. Menu. Und links haben wir dann von Liverpool Van Dijk genommen. Van Dijk genommen, auf jeden Fall richtig kranker Spieler dieses, ja, Jahr. Links haben wir statt Marcos Alonso, also der mag zwar konstante Werte haben, ja, aber vom Tempo her ist er mir zu langsam. Mit 73 Tempo, ich weiß nicht, ob das reicht. Deswegen haben wir genommen Mendy von Manchester City. 81 Tempo ist schon ein bisschen besser. Ja, dann machen wir weiter hier mit ZM. Also hier die drei Spieler sehen auf jeden Fall richtig krass aus. So Champions League Karte, Matic, Firmino und Wijnaldum. Sieht auf jeden Fall nice aus. Man muss auch ehrlich sein, ja. Also mit Matic Champions League Karte würden wir nicht spielen. Wir haben aber auch ihn nicht extra rausgenommen. Wir denken, dass er untradable, ja, ist. Also wenn er tradable wäre, wenn er das geschrieben hätte, dann würden wir ihn auch sofort ihn rausnehmen, ja, weil er auch 57 Pace hat. Aber wir lassen ihn auf jeden Fall mal drin. Wir denken, dass er untradable ist. Aber ein Spieler muss hier raus und zwar Wijnaldum. Und wer kommt dann rein, Digga? Del Alli, Digga. Ja. Maschine dieses Jahr, Maschine. Skills, ja, Longshots, schwacher Fuß, alles krank, Digga. Und da vorne haben wir dann Hazard, Aguero und ja, OTW Mahrez, Mambo. So sieht es aus am Ende. Richtig nice. Plus minus haben wir dann 0. Wir haben das Budget, ja, voll ausgeschöpft, Bruder. Ja, also ich denke mal so, Abwehr ist richtig stabil jetzt geworden. Ja, ja, mit Mondi, Van Dijk und Bailly. Und anstatt dann Wijnaldum, Dele Alli. Genau. Perfekt. Natürlich könnt ihr unten in den Kommentaren schreiben, was man hier noch verbessern kann. Vielleicht gibt es auch ein paar Experten. Also schreibt einfach unten in den Kommentaren zu Team Numero 1. Jetzt kommen wir zu Team Numero 2. Dos. Gözlerinden son bir damla kim pembe. So, Jungs, zweites Team hier am Start. Und zwar von FGS66. Wir gehen mal rein hier. Im Tor hat er Lecomte rechts, Vidal in der Mitte, Marquinhos, Kim Pembe. Ja, er hat doch gerade schön gesungen hier. Und dann haben wir links Mendy, in der Mitte Tolisso, Fekir, dann Kondogbia, rechts Martinez, links Coman und vorne Depay. Aber warum lachst du bei Kondogbia, Bruder? Keine Ahnung, Digga. Er sieht so richtig nice aus, Digga. Guck mal sein Gesicht an, Digga. Ja, guck mal, wie schön. So, Jungs, F hat noch geschrieben, dass er 25.000 Coins hat. Was machst du jetzt damit, Digga, mit 25.000 Coins? Du, Seko, wir haben ja ein sehr französisches Team. Ja. Torwart haben wir so gelassen aufgrund des Budgets. Wir hatten nicht viel übrig am Ende, deswegen bleibt er erstmal so. Was uns hier aufgefallen ist, ist, dass viele Spieler nicht auf volle Chemie kommen, Seko. Und viele spielen auch mit Depay da vorne, das habe ich auch gar nicht verstanden. Immer mit 6er Chemie, 7er Chemie. Ja, also ja, auf 10er Chemie geht er klar. Er hat eine krasse Karte, wir wissen das auch. Am Dienstag ist er drei Besten gekommen. Wir haben auch gesagt, dass er eine kranke Werte hat und so weiter. Aber mit 6er Chemie oder 7er Chemie geht gar nicht. Deswegen ja, haben wir erstmal RV geändert, oder? Genau. Statt Alex Vidal. Der ist nicht so gut. Ja. Auf keinen Fall spielen, Jungs.
Steph viel zu wenig Füße, viel zu wenig Tempo ist okay. Aber ansonsten, Digga, also es gibt viel, viel bessere für ungefähr den gleichen Preis auf der Position, Digga. Deswegen würde ich Alex wieder rausnehmen und in Form Lala machen. Tinky Winky. Tipsy. Achso, jetzt. Lala haben wir auf rechts genommen, stabile Werte mit 84 Pace, 80 Dribbling, 80 Füßes und so weiter und so fort, Digga. Richtig nice. Viel besser als Alex Vidal auf jeden Fall. Also er ist nicht der Beste, aber er ist viel besser als Alex Vidal. Das ist schon mal ein kleines Upgrade. Klar. So, Marquinhos haben wir gelassen, Seko. Ja. Gute Einfachheit, Digga, dieses Jahr. Ah, Kimpembe auch, Alter. Kimpembe ist krank dieses Jahr, Digga. Ich feiere seine Haare. Ich schwöre dir, ich liebe das. So, links Mandy. Wir wussten nicht, ob das der Bruder von diesem anderen Mandy ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Schreib das unten in den Kommentaren. Ist sein Bruder bestimmt, Mann. Meinst du? Ja, Mann. Ich weiß nicht, Digga. Kann sein. Auf jeden Fall kommst du weg, Mandy. Schade. Wir haben von Wolfsburg Roussillon genommen. Ja, der hat kranke Werte dieses Jahr, Digga. Gute Werte mit 87 Pace, 78 Füße etc. etc. Also ist auf jeden Fall identischer Spieler, aber ein bisschen besser, finde ich. Ja. Tolisso haben wir gelassen, Digga. Gute Allrounder-Werte für einen Sechser kann man immer mitnehmen. Fekir haben wir auch gelassen, Digga. Ich finde, er hat gute Werte für einen Zehner. Auch mit 4 Sterne Skills oder 5 Sterne Skills sogar. Ich weiß jetzt nicht genau, aber 4 Sterne hat er auf jeden Fall. Schauen wir mal, Digga. 4 Sterne Skills, genau. Und Linksfuß ist immer interessant. Ja. Kondogbia ist eine Maschine dieses Jahr. Er kostet, glaube ich, 30k. 30k? Ja, 30k kostet er, Digga. Warum aber diese 30k? Was denn, Digga? Was meinst du mit 30? 30k kostet der. Achso, er kostet 30k, also empfehlenswert, Jungs. Deshalb haben wir. Also sehr billig 30k, Digga. Keine Angst haben. Ja, keine Angst, Jungs. So, rechts haben wir hier Martins. Ja, der hat auch nicht schlechte Werte, aber das passt leider nicht. Deshalb, sein Schuss ist katastrophal, Digga. Ja, geht einfach nicht. 69 Schuss für einen Offensivspieler. Geht leider nicht. Deshalb haben wir von Barcelona Dembele. Osama Dembele. Dembele ist viel besser als der. Osman. Ja, Depay geht leider nicht, wie gesagt. Aufgrund der Chemie. Genau, 6er Chemie, nur leider 7er Chemie. Deshalb kommt der Alexander Kasetika. Ja, ganz easy. Ja, obwohl ich wenn ich jetzt mich entscheiden müsste zwischen ihm und Depay, würde ich Depay nehmen, Digga. Klar, natürlich würde ich auch Depay nehmen. Aber aufgrund der Chemie haben wir uns für Alexander entschieden, Digga. Genau. Das muss so sein. Links, Coman bleibt auf jeden Fall. Coman ist krass dieses Jahr. Coman ist sehr, sehr gut dieses Jahr. Also ich sag mal so, Osama. Roundabout, gutes Team, Digga. Ey, damit schafft man easy Gold 2, 3 am Anfang. Wenn er ein bisschen spielen kann. Ja. Also für das Budget ist das Team gut. Ja, also Gold 3, Gold 2 schafft man auf jeden Fall. Inshallah, Bruder. Inshallah. Inshallah, Alter. Ja, also machen wir weiter mit Numero 3. So, das letzte Team für heute. Keine Angst, jeden Samstag kommt Teams bewerten online. Also ihr könnt gerne auf Instagram schicken, eure Teams, und vielleicht kommt ihr ja nächste Woche ran. Also, letztes Team von Anas, wir gehen mal rein. So, im Tor hat der Buffon, rechts Aurier, in der Mitte Aldewald, Kimpembe und links Roussillon, dann in der Mitte Rabiot, all diese Franzosen aus Sande, da kriege ich echt meine Marken, Digga. Okay, machen wir weiter. So, in der Mitte haben wir dann Fekir, Dembele, vorne rechts, Player of the Month, Lukas, links Coman und wieder Depay. Es ist sehr ähnlich wie eben gerade, ne? Ja, ähnlich, aber wir haben jetzt viel mehr geändert. Genau, viel mehr geändert. Weil er auch reich ist. Mehr Budget. 175.000 hat er. Mehr Budget. Jetzt zeigen wir euch ein Team, was man mit mehr Budget machen kann. So sieht's aus. So, im Tor hat er Buffon. Natürlich ist er richtig krass, Ozan, ja. Aber wir müssen ihn mal rausnehmen und dafür kommt der Lloris rein. Dann in der Innenverteidigung haben wir Aldewald. Wir haben auch vorhin gesagt, dass er halt nicht so stark ist, ne? Er kommt auch da raus und dann kommt er von Manchester United Bailey rein. Ja. Dann kannst du hier weitermachen, Digga. Rechts, anstatt Aurier. Aurier finde ich vom Tempo dieses Jahr nicht gut. Er hatte im letzten Jahr, glaube ich, 84 Tempo, Digga. Dieses Jahr nur 78. Das ist viel, viel zu wenig für einen Rechtsverteidiger. Deswegen haben wir Antonio Valencia genommen. Passt auch gut mit Bailly. Haben einen grünen Link dann. So, linker Verteidiger Kimpembe bleibt auf jeden Fall. Linker Verteidiger bleibt auch, Digga. Das ist ein guter Spieler. Ja. Rabiot bleibt auch. Ja. Dieses Jahr sehr gute Werte, sehr, sehr konstante Werte mit 74 Tempo, keine Ahnung, 80 Dribbling, 77 Def und sowas, also passt auf jeden Fall gut. Und jetzt kommt Fekir, ja, Fekir haben wir vorhin empfohlen, aber da wir jetzt halt mehr Budget haben, können wir natürlich Upgrade machen. Der Fekir kommt dann da raus und sein Champions League Karte Fred, ja, Fred kommt da rein, richtig kranke Werte, der ist auch, also viele spielen auch mit Fred dieses Jahr. Sehr viele dieses Jahr. Dann haben wir rechts die Dembele, auch sehr nice Werte. Ähnlicher Spielertyp wie Rabiot. Auf der rechten Seite haben wir Player of the Month Lukas. Ja. Hab ich auch gemacht, Digga, ich feier den. Was hast du? Ich hab nichts bezahlt für ihn. Ich nur 10k oder 15k, Digga. Was habt ihr denn? Schreibt mal das unten in den Kommentaren. Ja. Auf jeden Fall haben den sehr viele. Ich feier den als Sub richtig gut, Digga. Ja, ich feier den auch als Sub. Er bringt richtig viel Wind da. Ja. Das ist gut, Digga. Links haben wir wieder Coman gelassen. Ja. Und als Stürmer haben wir Gabriel Jesus genommen von Man City mit 86 Pace, 86 Dribbling, 80 Schuss. Müsst ihr lieber mit Depay spielen oder mit Jesus?
Jesus. Jesus? Ja. Warum? Es gibt kein Warum bei ihm, Digga. Fragst du, wenn er ein Tor gegen dich schießt, warum hat er den gemacht? Fragst du auch nicht, Digga. Weil er den einfach macht, Digga. Meinst du, er ist Cheat? Er ist ein Cheat. Dieses Jahr hab ich noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob er ein Cheat ist. Aber ich denke mal schon. Ja. Ich denke mal schon. Also wir haben das Budget jetzt voll ausgeschöpft von Anas. Genau. Ich find's besser als Feuerseku. Was sagt ihr? Schreibt das unten in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr ein paar Verbesserungen. Also, 3 Teams haben wir verbessert. Wenn du Lust hast, schick einfach dein Team auf Instagram. Am Samstag kommt es dann online. Also, das war's. Wir sehen uns dann morgen.